Zur allgemeinen Information. Die Ausgangslage ist eigentlich klar. An der heutigen Sitzung wird entschieden, wie man das Verhältnis von der schönen Stadt Baden mit dem rechtsuferigen Ennenbaden in Zukunft möchte regeln. Da geht es eigentlich um die Anfangssituation, da Baden und Ennenbaden miteinander besprechen müssen, ob sie einen Brief nach Aarau schicken wollen, um diese Trennung sozusagen vor die Regierung zu bringen. Weil damals war Ennenbaden ein ziemlich armer Stadtteil von Baden und die konnten sich das eigentlich gar nicht leisten, selbstständig sich da zu organisieren. Der Brief ist geschrieben und unterschrieben. Ja, wenn das so ist. So ist es. Und deine Gerechtigkeit galoppiert in dem Moment mit dem Kurier auf Aarau. In dem Tag gibt es nur eins. Auf die Pauke hauen und der Regierung einen Gegenbrief schreiben. Gut, setz einen auf. Es sind keine Profis, das stimmt. Zum Teil aber einfach schon sehr, sehr versierte und sehr, sehr gute Schauspieler, die halt im Verlauf dieser langen Zeit einfach auch das Handwerk ein bisschen gelernt haben. Und ich hatte am Anfang schon ein bisschen Angst, weil ich dachte, jetzt bin ich halt nicht eben Röbi, ich bin jetzt eine andere Person und da sind vielleicht gerade bei den älteren Herren, da denke ich manchmal, vielleicht haben die dann auch ein bisschen denken, ja, warum will der Junge da wissen, wie es jetzt funktioniert? Wir wissen selber, wie es geht. Aber die haben das sehr dankbar angenommen und zwar eine sehr harmonische und gute Zusammenarbeit. Sie wollen etwas von mir? Es geht um die Zukunft der Stadt Baden. Und was habe ich mit der zu tun? Zu tun hat es mit ihrer Vergangenheit, ihrer Beziehung zum Stadtrat durch. Totsmal, das ist schon so lange her. Da war der Bernhard ja noch gar nicht im Stadtrat. Der mittlere Teil, das ist eigentlich der größte Teil, der im Sommer stattfindet. Das wird wirklich ein Riesenspektakel. Da stehen ungefähr 100 bis 150 Personen dann auf der Bühne. Das findet dann auf dem Parkdach in Ennenbaden unter der Kirche statt. Da sind die Schulen involviert, da spielen Schüler mit und Schülerinnen von Ennenbaden. Da spielen wieder auch diese Truppe mit, die jetzt heute gespielt hat, da kommen aber auch noch, da gibt es dann eine Vermischung zwischen heute und früher. Das wird eine größere Sache. Da sind auch Choreografien drin, da kommt Musik und Gesänge und so weiter. Dass der Dürer plötzlich doch dafür war, hat mich recht überrascht. Ich habe ihm ein paar Argumente gebracht. Er hat nicht mehr anders können als für die Trennung zu stimmen.